Was wollet Sie? Wollte fragen, ob ich jetzt bedient werde. Auf der Busstürfer nicht bedient, sondern abfertigt. Was wollet Sie? Ich wollte nachfragen, recherchieren, weil ich einen Brief habe. Ja. Fragen von mir. Sammle mir einen solchen Notarzettel, mache ich in denselben, die er mir schuldet. Ja. Und der Briefträger brachte den Brief zum Postgeschäft. Beim Postgeschäft. So ähnlich, ja. Und jetzt war ich aber momentan nicht zugegen. Ja. Und da nahm der Briefträger den Brief wieder mit. Wie es seine Pflicht ist. Sie sagen es überdeutlich. Jetzt wollte ich fragen, ob er sich bei Ihnen befindet. Der Brief? Nein, der Briefträger. Ich will einmal nachsehen. Ja, wenn es Ihnen nicht zu viel Zeit wegnimmt. Augenblick. Ja, der Brief ist da. Ja, also. Mein Name ist... Sie sind der Wilhelm Fleiter aus der Esslinger Straße. Das kann ich gar nicht mehr. Woher kennen Sie mich? Hallo, Herr Fleiter, hallo. Wir werden uns nicht mehr kennen. Wir waren doch jahrelang zusammen im Gesangsverein Frohlust. Erste Tenor. Ja, Sie sind hinter mir gestanden. Ja. Sie haben immer so falsch gesungen. Hallo, also bitte, Herr Fleiter. So. Ja, ja. Ah, und da sind wir auch als Kinder im Postterfel aufgewachsen. Sind Sie auch im Postterfel? Ja, freilich. Ah. Weil doch immer Indianer das gespielt ja, ist. Ja, ich erinnere mich. Ach, Sie waren ein hässliches Kind. Und du doch jetzt nicht. Ja, das ja, hat sich auch nicht verwachsen. Ah, ja, bitte. Und da sind wir an der Schule beieinander gewesen. Ja. In der Bürgerschule. Ja, beim Professor Bjerg. Moment, Rehrle. Ja. Immer mehr Rehrle gesagt. Ja. Dem habe ich immer Reisnägel untergelegt. Das waren noch schöne Zeiten. Ja. Heute legt einem kein Mensch mehr einen Reisnagel unter. Ja, ja. Und Herr Fleiter, im Krieg waren wir auch beieinander. An der 16. Bei Babaume. Ja, bei den 116er. Ja. Bei Babaume und bei Betzeleires. Oh, ja, gut. Da ist heiß hergegangen. Ja. Da sind wir schwer im Feuer gestanden. Ja, ja, bei der Fellbäckerei. Ja, ja. Und da haben wir uns auch nach dem Krieg nur ab und zu getroffen. Ja. Im Krieger- und Veteranenverein Sedan. Natürlich, ja, im Sedan. Da sind Sie doch die Herbstfeier mit Gabenverlosung und Tombola, wo Sie die Standuhr da... Wo ich die Standuhr da... Ja, ja, da erinnere mich gut. Wo es so arg regnet. Ja, regnet hat's nach der Veranstaltung. Ja. Sind Sie derjenige, der dir eben damals die 3 Mark... Kommt da, damit ich hab den Taxameter einfahren kann mit der Standuhr. Damit die Standuhr nicht nass ist. Das waren Sie? Das bin ich gewesen. Ah, das tut mir aber leid. Dass wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Ach so, ach so. Meine Schulden haben nicht begriffen. Ich hab oft an Sie gedacht. Aber mir ist der Name ist mir nicht eingefallen. Der Name, wie heißt er? Mit H von A. Nein. Muss halt Friede sein, gell? Ja, das bleibt so mäßig, dass wir uns wieder einmal gesehen haben. Ja. Sind Sie immer noch verheiratet? Zu besorgen. Ja, also so kann ich Ihnen den Brief nicht geben. Dann müsste ich erst identifizieren. Ob ich was, hey, was muss ich? Sie müssen anhand eines rechtsgültigen Dokumentes nachweisen, dass Sie sind. Hallo, komm. Also bin ich es oder bin ich es nicht? Freilich sind es. Als Privatmann kenne ich Sie ganz genau. Aber als Beamter habe ich keine Ahnung, wer Sie sind. Mhm. Arbeitsausweis da? Reisepass? Oder Kennkarte? Zufällig nicht. Geburtsurkunde, Impfschein. Sie geht am Rand einer Ohrfeige spazieren, ne? Doch, hallo, also. Also gar nichts draus. Eben, ja, guck aber, wieso was mit mir rumschlägt? Oh. Da ist Straußenbahn-Billett. Ja, es geht nicht, Straußenbahn. Das ist nichts. Nein.
Ja, ja, vielleicht sind wir mit etwa alles in Ordnung, wir werden verewigen. Ja. Na, da ist etwas von der Alibi. Von irgendeiner Versicherung? Ja, ja, eine Versicherungspolizei. Ich will sie mal prüfen. Nehmen Sie auch den Satz. Gut, ja. Ich rufe sie auf, wenn es soweit ist, gell? Ich kenne die Legalität des Papiers an, aber ich kann Ihnen diesen Brief nicht verabfolgen, da das Papier auf einen gewissen Wilhelm Fleider, Essinger Straße 24, lautet, während der Brief an einen Wilhelm Fleider bei Robert Bosch adressiert ist. Ja, also da muss ich bei Bosch eine Wohnung einrichten, damit ich zu dem Brief komme. Der Brief wird Ihnen nochmals zugestellt. Wann? Morgen früh um 7:30. Da bin ich noch nicht im Geschäft. Dann um 12 Uhr. Da ist Mittagspause. Dann morgen Abend. Da bin ich schon wieder daheim. Da werde ich also mein Leben lang mit dem Brief bei Gefangenen spielen. Mit so einem Vollbart laufe ich herum, bis ich zu dem Brief komme, Hanno. Also ja, das ist ja auch so weit. Ach, das ist ja... Wenn aber der Briefträger morgen früh zum Bosch kommt und nach mir verlangt, und ich komme raus, dann kriege ich den Brief ohne weiteres. Nur weil ich sage, ich sei der Pleiter, dann glaubt er es. Da kriegt der Hausmeister vom Bosch von mir ein paar Pfennig Trinkgeld und wenn der Briefträger morgen früh kommt, dann sagt der Hausmeister, er wäre ich. Ja, da kann ich auch nichts machen. Ja, das ist aber doch Betrug. Das geht mir nichts an. Dritter Stockzimmer 68. Ja, naja, ich kann nichts dafür, Ich weiß nichts dafür. Sie sind ein geistig ein bisschen unterernährt. Ist doch, sei doch, bitte, bitte, Geld, muss schon bitte. Herr Fleider. Ja? Sehen da vorhin auch, fangen wir gegen den drei Märkler vom See da. Oh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Entschuldigen Sie, was hat sich da? Wenn man in der Aufregung ist, wird das ganz entfallen. Dann bist du verleiht, das kriege ich natürlich das Geld. Ich habe schon immer meine Frau gesagt, wenn noch mal der Hebel, ich habe ja nicht mehr gewusst, wie sie heißen, aber wenn ich nur den sehe, der wird damals da. Dann bist du verleiht, das zahle man natürlich. Ohne weiteres Dreiweil. Und sehen Sie mal den Besen. Aber auch, Herr Fleider, alte Feinde wie ihr, alte Feinde. So, das sind zwei. Das heißt, was einmal. Sie sind doch der Helberle. Hallo, hallo, Herr Fleider, kennen Sie mich vielleicht? Ja, ja, schon, natürlich, haben Sie schon privat schon, aber können Sie sich ausweisen. Was ausweisen? Aber den Impfschein, der Geburtsurkunde, den Reisepass. Laufpass, gar nichts, kein Laufpass, überhaupt nichts. Und da wagen Sie zu behaupten, Sie seien mein alter Freund Häberle, da kann doch jeder kommen, das kann doch jeder sagen, wo ich dann noch weiß, das grenzt ja an Betrug. Ich kenne Sie nicht, Herr Häberle. Wiedersehen.